Heute zeige ich, was die Apple-Suche kann. Da bin ich vor kurzem auf was Feines gestoßen. Ich habe hier einen Ordner mit einer HTML-Galerie. Und zwar viele Unterordner. Jeweils High-Res, Low-Res. Low-Res ist PNG-Bilder, kleine Thumbnails. High-Res sind druckfähige JPEGs und die HTML-Daten, die dazu gehören. Und dann liegen da noch ein paar Webseitendaten drinnen. Ich möchte jetzt schauen, ob die High-Res-Bilder wirklich High-Res sind, ob sie 300 dpi sind und dass sie nicht so groß abgespeichert sind. So, Schreibtisch. Fangen wir mal an mit Punkt JPG. Ich möchte den Schreibtisch durchsuchen, dort liegt der Ordner. Jetzt findet man alle JPEGs und alle HTML-Files, wo JPEG drinnen steht. Das will ich nicht. Und kleine Bilder von Webseitengalerie. Pfeile und so weiter, die ich auch nicht will. Jetzt muss ich das einmal rausnehmen. Das heißt, ich möchte den Namen. Kapiert er nicht, muss man gleich. Doppelpunkt. Name JPEG. Jetzt kommen nur die Daten, die im Dateinamen ein JPEG haben. Nichts weiter. Jetzt möchte ich die kleinen Webbilder wegnehmen. Gebe also ein, eine Pixelgröße. Breite ein Pixel. Soll größer sein als, sagen wir mal, 200. Und machen wir gleich Höhe auch. Höhe ein Pixel auch größer als 200. Schauen wir. Ja, da schwimmt noch ein bisschen was mit. Ab Command I. Die sind also 300 groß. Das heißt 300, 300. Dann habe ich hier noch einen Seitenhintergrund. Der ist 400 groß. Das heißt, ich kann die Bilder ausschließen, die kleiner sind als 400 Pixel. Jetzt bleiben mir nur die Pressefotos über. Das möchte ich gern wissen, sind alle auf 300 dpi skaliert? Das wäre die Auflösung. Brauche ich nur einen Wert. Ist weniger als 300. Und ich sehe, da gibt es ein paar. Es kann jetzt absichtlich sein oder unabsichtlich, aber hier ist eins weniger als 200 und das hat sogar weniger als 100. Das heißt, ich kann das öffnen, mir das einmal nachschauen und wahrscheinlich ist das auf 72 dB skaliert. Das heißt, das wurde falsch angeliefert und ist durchgerutscht. Bildgröße tatsächlich müsste ich korrigieren, kein Problem. Jetzt möchte ich noch was anschauen und zwar möchte ich schauen die Größe, dass die JPEGs auch nicht zu groß sind. Dateigröße ist größer als 1 MB. Da muss ich jetzt nur das rausnehmen. Mit alle kommen, dann kann ich mir das aufheben. Das heißt, hier sind die Bilder, die größer sind als 1 MB und größer als 2 MB ist nichts. Das heißt, das passt. Diese Suche kann ich speichern. Einfach benennen. Und so wird der Seitenleiste hinzugefügt mit den letzten Einstellungen. Auch beim nächsten Mal nur draufdrücken. Die Suchkriterien einblenden. Kann man da irgendwas einstellen? Zum Beispiel so und kann so kontrollieren, welche Bilder sind größer als 1 MB. Horizontale Auflösung ist weniger als 100. Und so kann ich meine Bilddatenbank oder große Datensätze rasch durchforsten. Natürlich sind hier wirklich sehr viele Abfragen möglich. Man sieht, all das kann man abfragen. Und all das kann man auch sinnvoll kombinieren.